Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder im Radio und im Fernsehen. Heute Nacht mit einer freien Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich ganz einfach an unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Costa. Und Costa ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hi. Hi. Wie gesagt, ich bin der Costa. Ja. Ich glaube, ich stelle mich ein bisschen vor. Ja, bitte. Ich komme aus Bonn, bin 24, wie gesagt, studiere und habe ein Problem, was ich seit 5 Jahren eigentlich schon habe und würde mit dir heute gerne darüber sprechen. Nämlich, mein Problem ist meine Freundin. Meine Freundin, wie gesagt, seitdem ich 19 bin, bin ich mit ihr zusammen und es hat anfangs langsam angefangen, dass sie mich geschlagen hat. Mhm. Wirklich geschlagen hat. In welchen Situationen und warum? Sie kam nach Hause, wir wohnen nicht zusammen, aber wir sind oft beieinander, jeder hat seine eigene Wohnung. Sie kam oft zu mir, Nervenausbrüche bekommen, ich habe nie verstanden, weswegen. Ich habe oft hinterfragt, ob das wirklich irgendwie psychische Störungen sind, aber nein. Es waren Wutausbrüche, sie schmeißt mit Sachen auf mich, geht auf mich drauf. Wie, sie kommt einfach zu dir in deine Wohnung oder kam, so fing es damals an, in einer hysterischen Stimmung und geht einfach auf mich drauf. Ohne einen Streit vorher gehabt zu haben? Ohne gar nichts. Sie war einfach schlechter Laune, kann man sagen? Das dachte ich. Ja. Ich habe anfangs oft versucht zu hinterfragen, was los ist. Ja. Aber sie hat gesagt, es tut mir leid. Sie hat sich entschuldigt anfangs dafür. Es war wenig am Anfang. Aber es fing direkt auch am Anfang an, im Beginn eurer Beziehung. Nach einem halben Jahr fing das langsam an. Ich dachte, okay, Menschen machen Fehler, sie darüber hinweg, kein Problem. So, und seid ihr 5 Jahre zusammen. Genau. Wie ist denn die Situation jetzt? Die Situation ist noch schlimmer geworden. Das ist aggressiver. Das Problem ist, das tut mir leid, das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem darüber spreche, sogar beim Sex. Beim Sex kriegt sie irgendwie ihre Ausbrüche und fängt auf einmal an, um sich zu schlagen, was ich gar nicht verstehen kann. Mhm. Ich denke nicht, dass es am Sex liegt oder so. Es ist einfach nur, dass sie... Also, wie oft kommt das vor, dass sie so aggressiv ist? Mittlerweile, ich zähle das nicht ab, aber es ist wirklich so jede 2 Wochen, das ist zum Alltag geworden. Mhm. Mein Problem ist einfach nur... Nee, Moment, langsam. Das muss ich ja richtig kapieren. Alle 2 Wochen wird deine Freundin aggressiv und gewalttätig, dir gegenüber. Genau das. Sogar letztendlich beim Sex, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. In welchen Situationen, wir klammern den Sex mal aus, in welchen Situationen ist es denn in der Regel? Es ist meistens, wenn sie irgendwo herkommt, wenn sie nach Hause kommt, ob jetzt von der Arbeit, sie ist beruflich Krankenschwester, was eigentlich dem widerspricht total. Mhm. Oder wenn sie von draußen von Partys kommt. Ja. Es ist nach wie vor so, dass ihr nicht vorher einen Streit hattet, sondern sie kommt in einer schlechten Stimmung, in einer schlechten Laune zu dir und lässt das dann an dir aus. Genau, das ist das Problem. Ich bin kein Mensch. Ich bin vom Statur her genau Gegenteil. Also sie ist der Mann in unserer Beziehung. Ja. Ich bin ziemlich mächtig und Was macht sie denn dann genau mit dir? Sie provoziert das. Sie redet in einem aggressiven Ton, worauf ich dann hinterfrage, was los ist, und dann fängt es an. Sie wartet förmlich darauf, dass ich frage, was los ist. Okay, du sagst, dass sie dich schlägt. Aber wie schlägt sie dich? Erst schlägt sie mir ins Gesicht. Mit der Hand? Mit der Hand ins Gesicht. Ich versuche natürlich wegzugehen, denn einerseits schlage ich keine Frauen und zweierlei, ich kann sie nicht schlagen. Sie ist sehr korpulent und das geht einfach nicht. Und das ist auch nicht mein... Achso, selbst wenn du zurückschlagen würdest wollen, meinst du, dass du gar keine Chance hättest, weil sie dir körperlich überlegen ist? Sie ist
Zug heftig gebaut. So, ist das jetzt einmal so eine Ohrfeige oder geht's dann weiter? Das ist eine Ohrfeige, ich ziehe mich zurück, gehe in die Ecke oder versuche in ein anderes Zimmer zu gehen. Sie läuft hinterher und wirft mit Sachen hinter mich. Einmal hat sie mit einem, ich weiß nicht, wie nennt man das, diese in der Küche auf jeden Fall so Geräte hinter mich geschmissen, am Kopf getroffen. Also das heißt, es ist nicht mit einer einmaligen Ohrfeige getan, es eskaliert dann immer in einer richtigen, ist eine richtige Aktion, eine Gewaltaktion. Bis ich dann endgültig aus der Wohnung rausgehe. Bis du rausgehst. Genau. Und beim Sex passiert das neuerdings auch, dass sie plötzlich zwischendurch dir einen scheuert, oder was? Und das verstehe ich gar nicht, genau das ist es. Seit wann passiert das? Das ist seltener, aber es kam schon öfters jetzt schon vor. Das heißt, wir stellen uns das so vor, ihr seid beide mittendrin, es ist schön, es ist leidenschaftlich und vielleicht auch zärtlich. Genau. Und dann nimmt sie die Hand und scheuert ihr wirklich volle Kanne einen ins Gesicht, oder wie? Nee, sie guckt mich an und dann sagt sie, weißt du was, schmeiß mich hin, also von ihr weg. Mhm. Und dann dreht sie auf einmal durch, gibt mir von rechts und von links eine. Das ist echt schlimm. So, Costa, wenn das alles so stimmt, was du mir gerade erzählt hast, frage ich mich natürlich, du bist ein 24-jähriger erwachsener Mann, warum du das mit dir machen lässt? Warum gehst du nicht? Für mich gibt es drei Gründe. Einmal ist es die lange Zeit mit dir. Das ist kein Grund. Zweitens, ich weiß es, ich habe oft selbst Gedanken darüber gemacht. Aber die lange Zeit, wenn ich mal unterbrechen darf, die lange Zeit besteht ja auch nur aus Schlagen. Es fing ja schon direkt am Anfang an. Es gab aber auch schöne Momente. Glaube ich, ja. Okay, also du bist lange mit der Frau zusammen, es fällt dir schwer, deshalb dich von ihr zu trennen. Der zweite Grund? Die Liebe halt. Die Zeit macht die Liebe aus, denke ich. Und jetzt merke ich selbst an mir, dass man blind wird vor Liebe. Das ist das Schlimmste und auch sowas, wenn ich das rückgängig machen würde. Und der dritte Grund? Ist einfach, dass wir ein Kind zusammen haben. Und das ist das größte Problem für mich. Wie alt ist das Kind? 2 Jahre. Ja. Hat das Kind das auch schon mitbekommen, dass deine Freundin? Nein, das Kind ist größtenteils bei ihren Eltern. Ich versuche das Kind absolut von der Sache rauszuhalten. Ich liebe mein Kind und ich möchte niemals, dass es so groß wird. Das kannst du nicht bewirken. Du kannst es nicht raushalten, weil sie ist die aggressive Person. Und wenn sich eine Situation ergibt, kannst du dem ja nicht aus dem Weg gehen. Oder kannst das Kind ja nicht raushalten. Aber das ist mein Kind. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich kann einerseits mit dieser Frau nicht weiterleben. Es geht nicht. Ich will glücklich sein. Es geht einfach nicht. Costa, ich sag dir, ich meine, solche Geschichten habe ich zu Massen schon von Frauen gehört. Umgekehrt, ne? Das ist es. Hier in der Sendung. Ich hätte mir das nie erträumt, dass und, es mich trifft. Ja. Und ich sage diesen Frauen dann auch immer, warum ziehst du keine Konsequenz? Und dann sagen die Frauen immer, ja, weil ich den liebe. Und dann sage ich darauf, wie kann man denn einen Menschen lieben, der so mit einem umgeht? Und das sage ich zu dir jetzt auch. Auch wenn du mir jetzt sagst, wir haben tolle Sachen miteinander erlebt und wir haben Schönes gemacht, das wird doch alles zerstört dadurch. Und auch, dass ihr gemeinsam ein Kind habt, ist ja nur kein Grund dafür, dass du mit der Frau als Paar zusammenbleibst. Ja, deswegen wollte ich dich um Rat fragen, weil ich habe ehrlich sonst keinen, das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem so drüber rede. Mit ihr kann ich nicht drüber reden, es geht nicht. Deswegen brauche ich einfach Rat, Hat sie sich denn irgendwann mal bei dir entschuldigt oder mal von sich aus erklärt, was da mit ihr los ist? Das war anfangs, genau. Die ersten 2 Jahre war das so, dass sie sich entschuldigt hat und meinte, es wäre ein Aussetzer, Stress etc. Aber danach kam gar nichts mehr. Danach wurde das zur Gewohnheit. Also ich würde jetzt sogar so weit gehen, nicht mal mehr zu empfehlen, geht zu einer Paarberatung oder zu einer psychologischen Beratung. Ja. Nee, ich würde es nicht mehr empfehlen. Ich würde sagen, geh. Geh weg von der Frau. Meinst du? Ja. Eindeutig. Soll ich das wirklich machen? Ich sehe da keine andere Alternative, wenn man so behandelt wird von einem Menschen, den man liebt und der einen eigentlich auch lieben sollte in einer Beziehung. Ich will aber nicht mein Kind verlieren. Ich weiß nicht, wie das mit dem Sorgerecht wird. Gut, das ist eine andere Geschichte. Da muss man sich überlegen und beraten lassen. Es ist echt hart. Aber was jetzt deine Beziehung zu dieser Freundin, zu der Frau anbelangt, hast du dich schon so demütigen lassen? Das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich verachtet die dich auch
letztendlich ja. dafür, dass du dir das so gefallen lässt. Ich habe all meinen Stolz aufgegeben, aber es ist wirklich nur wegen dem Kind. Ich kann einfach nicht mehr. Mein Kind, das ist das Problem. Mhm. So, und die Frage, wie man mit die Sache mit dem Kind regelt, die würde ich gerne, dass du dir auch das mit meiner Psychologin, die bei mir im Hintergrund hier arbeitet und sitzt, das ist Elke heute Nacht. Und das Verfahren ist, dass du auflegst und wir dich, das heißt Elke, dich gleich anruft und ihr könnt darüber weiter reden. Was die Beziehung zu deiner Freundin anbelangt, habe ich dir klar meine Meinung gesagt. Raus aus der Beziehung, absolut raus. Danke. Alles Gute, Costa. Dankeschön, Dora. Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben diese Woche ein bisschen eine kuriose Fernsehwoche. Wir waren ja bisher diese Woche nicht im Fernsehen. Und morgen, das sage ich euch auch schon mal als Hinweis, sind wir erst um 13:30, das heißt um 13:30 im Fernsehen, fangen aber im Radio bei 1Live schon wie gewohnt pünktlich um 13:00 an. Jetzt bin ich verbunden mit Verena. Verena ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Verena. Hallo. Ja, mein Problem ist, ich war bei Pflegeeltern mit meiner Schwester. Ja. Und bin dort schwerst misshandelt worden. Und du warst mit der Schwester zusammen bei den Pflegeeltern? Ja, richtig. Wie alt wart ihr, als ihr zu den Pflegeeltern kamt? Also ich war jung, ich bin jünger, 6 Jahre jünger wie meine Schwester. Mhm. Und ich war gerade 4 geworden, bis noch 10 Jahre. Bis zu deinem 10. Lebensjahr wart ihr da? Ja, genau. Warst du denn da? Mhm. Ja, genau. Und deine Schwester, wie alt war die, als sie... Von 9 bis 16 Jahre. Ah ja. Also 6 Jahre älter wie ich. Ja. Ja, mein eigenes, ja, warum ich eigentlich anrufe, ist dieses, das beeinträchtigt eigentlich mein ganzes Leben, diese 7 Jahre. Was ist denn genau dort passiert? Du sagst, wir oder ich bin misshandelt worden. Was bedeutet das genau? Ja, das bedeutet so, dass ich tagelang eingesperrt war, hungern musste. Mhm. Also, dass man mich auch mit meiner Schwester, also man hat uns gegenseitig praktisch erpresst. Ja. Dass auch keiner von uns beiden abhaut. Ja, eingesperrt wo? Auf dem Dachboden oder im Keller. Naja. Tagelang? Tagelang. Und kaum was zu essen bekommen? Ja. Das war dann so eine, das sollte dann so eine Art eine Strafe sein, wenn sie halt einen Verdacht bekommen hat, dass einer von uns abhauen will. Ach so. Mhm. Ja, und viele andere Dinge sind dann noch vorgefallen. Und welche? Erzähl mal. Ja, wenn du sagst, wir sind misshandelt worden, dann das hört sich ja schon sehr schlimm an. Da sind wahrscheinlich auch schlimme Sachen vorgefallen. Erzähl mal vielleicht ein paar Beispiele. Ja, ein Beispiel ist, ich habe eine Brandwunde an meinem rechten Arm. Mhm. Und das ist wohl vor der Pflegeelternzeit gewesen. Da habe ich mir einen Kochkessel von der Platte gerissen. Mhm. Und ja, sie hat mich halt, um mich zu bestrafen, mit einer Nadel, mit einer Nähnadel da reingestochen. Ah. Also diese Wunde, die Narbe war vorher da. Und sie hat dann damit das kleine Kind, da warst du, ja, ist ja egal, zwischen 4 und 10. Fünf Jahre alt. Und das war auch nur, weil ich meine Schwester nicht verraten habe, dass sie sich Brot aus dem Schrank genommen hat. Das wollte ich gerade fragen, was waren denn eigentlich so die Anlässe, weswegen deine Pflegeeltern so brutal mit dir umgegangen sind? Man kann ja schon fast sagen, dass die dich gefoltert haben. Ja, dass die noch, mein Grund ist, also ich vermute mal, dass der Grund ist das Geld. Meine Pflegemutter war gelernte Krankenschwester und Erzieherin. Ja. Und es ist ja auch beim Gericht rausgekommen, dass Pflegeeltern gewissen Schwierigkeitsgrad eines Kindes auch mehr Geld bekommen. Ach so. Ich meinte jetzt gar nicht mal die Gründe deiner Pflegeeltern, warum die euch genommen haben. Was aber jetzt interessant ist auch zu erfahren, dass da Geld hintersteckte. Nein, was waren die Gründe, weswegen die immer so ausgetickt sind? Ihr müsst denn du musst ja irgendwas dann falsch gemacht haben, oder? Wenn ich heute darüber nachdenke, gab es überhaupt keine Gründe. Also im Endeffekt konnte man ihr das gar nicht recht machen. Also sie hat immer was gefunden, um gewisse Dinge durchzuführen. Also völlig willkürlich alles. Ja, genau. Ja. Und waren beide gleichermaßen schlimm, der Pflegevater und die Pflegemutter, oder war sie schlimmer? Sie war bedeutend schlimmer. Mhm. Sie war bedeutend schlimmer. Er ist auch sogar an meine ältere Schwester dran gewesen. Also hat sie missbraucht. Dich aber nicht? Nee, mich nicht. Mhm. Aber dafür habe ich dann die Versuche hinter mir und da wurde meine Schwester von verschont. Also Welche Versuche? Ja, das waren dann so, sie nannte das Judenversuche. Also es war schon sehr heftig. Judenversuche? Ja, sie nannte das Judenversuche. Das,
darunter verstand sie dann zum Beispiel Urin trinken, mit Kot einreiben, dann in der Badewanne stehen lassen und solche Dinge. Das sind dann so. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja unglaublich. Du musstest deinen Urin oder ihren Urin trinken? Meine Schwester, ich und sie haben dann in einem Eimer gemacht. Ja. Das hat sie mir in einem Zahnbecher reingeschüttet, mir die Nase zugehalten und dann musste ich das trinken. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Meine Schwester musste zugucken. Und was ist mit dem Kot einreiben? Du musstest dich dann als kleines Kind... Ich musste mich nackt ausziehen. Sie hat mich dann in die Badewanne gestellt. Mhm. Und hat mich dann von oben bis unten damit eingerieben. Mit deinem Kot? Mit meinem eigenen Kot. Hat das aus der Toilette geholt. Und hat mich dann mehrere Stunden da drin stehen lassen. Das sollte dann eine Lehre sein, dass ich auf diese Toilette nicht Kot machen darf. Halt. Also, da stand da dieses kleine Mädchen, nämlich du, standst dann in dieser Badewanne, nackt, mit Kot beschmiert. Richtig. Und musstest da lange stehen bleiben. Ja. Als Strafe. Bis dann als die... Als Strafe, weil ich halt die falsche Toilette benutzt habe. Das hört sich jetzt blöd an, aber es ist so. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich grausam. Ja. Und zwischendurch vermutlich auch immer wieder die ganz normalen Schläge, ne? Ja, ja. Das erzählst du schon gar nicht mehr wahrscheinlich, weil das schon fast normal dann war. Ja, das heißt normal. Also sie war ja wenigstens so geschickt und hat das dann so gemacht, dass die blauen Flecke immer bedeckt waren. Mhm. Also mein Gesicht hat sie dann eigentlich sehr weit weggelassen. Mhm. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist, wenn Ferien waren, das heißt Schulferien waren, hat sie natürlich auch mein Gesicht dafür benutzt für Misshandlungen, weil dann war ich ja eh nur in der Wohnung. Mhm. Kaum draußen und dann hatte sie natürlich auch freie Bahn. War der Pflegevater bei einer solchen Aktion auch ab und an dabei? Nein. Ach, das hat sie immer alleine gemacht? Ja, genau. Aber er wusste davon und hat sie machen lassen? Also im Gericht ist das nie so richtig rausgekommen. Also er sagt, er hat es nicht gewusst. Mhm. So, Stichwort Gericht. Du bist dann im Alter von 10 Jahren da wieder weggekommen aus der Pflegefamilie. Ja, richtig. Wie kam das dazu, dass du da wieder rauskamst? Weil meine ältere Schwester es beim dritten Mal, wo sie abgehauen ist, geschafft hat, zu unserer leiblichen Mutter hinzukommen. Ja. Und meine leibliche Mutter hat dann mit dem neuen Jugendamt dann, sie hat sich zum anderen Jugendamt gewandt, haben die dann eine Anzeige gemacht. Und somit kam dann alles ins Laufen. Richtig. Und es gab ein Gerichtsverfahren. Da, wie alt warst du da, als das Gerichtsverfahren dann... Das Gerichtsverfahren ging 4 Jahre lang und war auch in der Rheinischen Post. Ja. Und das ist auch öfters geplatzt. Aber da warst du eine Jugendliche und hast als Jugendliche da ausgesagt, ne? Ja, richtig. Zu was ist denn die Familie oder diese Frau insbesondere verurteilt worden? Also der Pflegevater, weil er ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen hat, ist ihm das angerechnet worden. Mhm. Er hat dann Freispruch bekommen wegen mangelnder Beweise. Mhm. Meine damalige Pflegemutter hat 2,5 Jahre ohne Bewährung bekommen. Mhm. Und die ältere Tochter ist wegen Nichtzurechnungsfähigkeit, weil man hat ihr wohl nachweisen können, dass sie eine geistige Behinderung, also eine leichte geistige Behinderung hat. Das nennt sie ein bisschen anders, aber ich weiß es nicht, wie das genau bezeichnet. 8 Monate auf 3 Jahre Bewährung. Das heißt, da war noch jemand in der Familie, nämlich eine leibliche Tochter von diesen Leuten, die das auch mitgemacht hat? Die hat mitgemacht. Die war auch dabei, wenn deine Pflegemutter das gemacht hat? Nein, das ging dann so, dass wir dann mal ein Wochenende oder mal ein paar Tage in den Ferien oder wie zum Beispiel meine Pflegemutter in Kur war, waren wir 6 Wochen bei ihr. Das hat sie dann in der Zeit dann da gemacht, also in ihrer Wohnung. Mhm. Wie viel älter war die leibliche Tochter? Also du warst damals 4 und wie alt war die dann? Ich glaube, die war um die 18 Jahre älter. Ach so, viel älter. Mhm. Ja, und du glaubst, dass die Hauptmotivation dahinter Geldgier war, weil die einfach mehr Kohle bekam für euch. Ja, und auch sadistische Veranlagung. Und sadistische Veranlagung mit Sicherheit auch, ja. So, nun bist du heute, habe ich gesagt, 25 Jahre alt. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich glaube, du hast gerade am Anfang auch so eine Andeutung gemacht, dass das alles noch sehr in dir lebt, diese schlimme Zeit. Und dass das alles noch nicht richtig verarbeitet ist, oder? Ich habe zwar schon mehrere Kuren gemacht, also in dem Sinne psychosomatische Krankenhausbesuche, bin jetzt noch in einer psychologischen Behandlung, aber das lässt trotzdem einen nicht los, weil das, wenn ich im Berufsleben bin, meine Pflegemutter war auch eine sehr machtvolle Frau, also
Macht ausüben war ihr Fachgebiet. Mhm. Und wenn ich in einem Beruf bin und habe einen Vorgesetzten, ist es für mich unheimlich schwierig, damit umzugehen, wenn er von mir jetzt mich unter Druck setzt, sagen wir mal. Weil dann die ganzen Erinnerungen abspulen und du dann dich zurückversetzt fühlst in die damalige Lage. Hast du diese Frau eigentlich noch mal irgendwann getroffen, später? Ja, ich habe sie mal getroffen. Und zwar nach 10 Jahren. Mhm. Also ich war 14 Jahre alt, wo das auch da gesprochen worden ist. Und letztes Jahr, da war ich beim Weihnachtsmarkt. Ja. Also jetzt nicht den letztes Weihnachten, sondern davor das Weihnachten. Ja. Und da habe ich sie wohl mal gesehen. Und was ging da in dir vor? Ja, was ging in mir vor? Hass, Angst? Ich weiß gar nicht, ob man das... Nee, Hass will ich auch nicht sagen, aber ich hatte sehr viel Angst schon. Mhm. Ja. Hast du sie gegrüßt? Nee. Nee. Mhm. Nee. Sie hat auch nie irgendwann mal nochmal Kontakt und sei es nur brieflich zu dir aufgenommen und hat sich entschuldigt oder gar nichts? Nein. Du meinst, dass die wirklich abgrundtief durch und durch böse ist? Dass sie keine Reue zeigt? Sie behauptet, ja, das wäre Liebe. Sie behauptet, sie hat ja beim Gericht immer gesagt, ich habe dieses Kind geliebt. Mhm. Und es ist natürlich wahnsinnig, das zu glauben, wenn man das von ihr bekommen hat, ne? Das heißt, bei Gericht hat sie das gar nicht eingestanden? Sie hat gar nichts gestanden? Nein. Ja. Aber dennoch ist sie verurteilt worden, weil dem Gericht das alles mysteriös aussah, die ganze Angelegenheit. Man konnte ja auch anhand meines Kopfes und auch meiner Scheide und meines Armes und auch meine Hände, konnte man ja auch gewisse Dinge auch nachweisen. Was konnte man an der Scheide nachweisen? Was hat sie da gemacht? Ich war Bettnässer in der Zeit. Mhm. Und da hat sie mir einmal, das war nicht sie selber, sondern das war ihre Tochter, hat mir die Scheide zugenäht. Und bei lebendigem Leibe, und das konnte man aber beweisen. Boah, Verena, was hast du mitgemacht? Ja. Das ist ja Horror, das ist ja wie im schlimmsten Horrorfilm. Ja, man, sie hat mir immer halt nahegelegt, Juden müssen bestraft werden. Und wenn ich gesagt habe, ich bin aber kein Jude, und sagte, jedes menschenverachtende Wesen muss für sein Brot, für das, was es verdient, arbeiten. Sie hat es halt auf diese Schiene gemeint, mit Arbeiten. Ja, das ist unglaublich. Ja. Dass du in dem Moment, wo du die siehst, irritiert bist und große Angst hast, wie jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, kann ich gut verstehen. Aber wenn du so in der Entfernung bist von ihr, hast du nicht eine ungeheure Abneigung, einen ungeheuren Hass auf diese Frau? Nee, Hass eben nicht. Das ist ja das, was mich wundert, was ich nicht so ganz begreife. Also normalerweise, wenn ich wenigstens Hass mit ihm finden würde, kann ich das Thema viel mehr loslassen. Mhm. Ja. Aber da ich empfinde im Prinzip gar nichts für sie, außer Angst, wenn ich sie sehe. Mhm. Das sind nämlich ihre Augen. Mhm. Wenn ich ihre Augen sehe, das ist für mich Horror. Also da kommen mir die deutschen Dinge hoch. Jetzt hast du gesagt, dass du in psychologischer Behandlung bist, im Moment auch. Ich möchte aber trotzdem, da das ja so ein heftiger Fall ist, dich nicht einfach jetzt hier so verabschieden, sondern möchte dir anbieten, dass du noch in Ruhe eine Weile mit meiner Psychologin reden kannst. Möchtest du es gerne annehmen? Oder eher nicht? Doch, nehme ich an. Ich möchte es dir nicht aufdrängen. Wenn du sagst, nein, ich komme damit klar, dann machen wir es auch nicht. Du kannst es entscheiden. Nee, ich nehme es an. Du nimmst es an, gut. Ich nehme es an. Verena, dann leg du bitte auf und die Elke ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir so sehr, wirklich von ganzem Herzen, nach dem, was du mitgemacht hast, dass deine Therapie, deine psychologische Betreuung, die jetzt abläuft, dass die dir wirklich hilft und du vielleicht doch nach einer gewissen Zeit einen gewissen Abstand kriegst zu diesem Grauen und auch wieder normal leben kannst. Okay, danke. Von Herzen. Alles Gute. Tschüss, Verena. Tschüss. Jochen, 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Jochen. Grüße dich. Dein Thema. Ja, ich möchte diesmal über dich sprechen. Über mich? Ja. So. Seit circa 7 Jahren sehe ich also deine Sendung und dein Gesicht ist mir irgendwie, sag ich mal, präsent. Und aufgrund der Tatsache habe ich mir wieder Gedanken darüber gemacht, was man an deinem Gesicht so alles lesen könnte. Wie spannend. Ja, wollen wir hoffen, dass es spannend wird. Bist du irgendwie so aus dem Fach der Gesichts- oder Händedeuter oder weiß nicht was? Nein, 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 überhaupt gar nicht. Einfach so, das ist einfach so. Einfach nur so. Intuition. Auch nicht, ist ein bisschen, also teilwissenschaftlicher Hintergrund dazwischen oder dazu. Was ist das für eine Wissenschaft? Das ist die Psychophysiognomie. Psychophysiognomie. Sagt dir das was? Ja, ist sogar richtig anerkannt, ne?
Nein, ist, glaube ich, soweit ich weiß, nicht anerkannt. Nicht anerkannt, na gut, also ist es nicht anerkannt. Also vor circa 30 Jahren habe ich einen alten Studienkollegen in der Bibliothek in Essen kennengelernt, ja, wieder getroffen. Mhm. Und wir haben uns gegenseitig mal wieder so unterhalten, was wir so tun, machen. Mhm. Da sagte er immer, ich habe ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Mhm. Also, was denn? Ja, Psychophysiognomie. Was ist das? Puh, ja, Gesichtskunde. Mhm. Da sagte, ich kenne jemanden und komm doch mal bitte mit, ob man oder dass man, sag ich mal, anhand des Gesichtes und anhand der Kopfstruktur die charakterlichen Eigenschaften eines Menschen erkennen könnte. Aha. Ja, also. Das ist ja dann doch vielleicht so ein bisschen, auch ein bisschen wie Handlesen, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen seriöser. Weiß ich nicht, ob das man als seriös bezeichnen kann. Aber ich will mal bei dir anfangen. Ja. Da du ja nun, sag ich mal, also sehr oft mit Menschen sprechen musst und sprichst und daraufhin ja auch reflektieren musst, auf welche Thematiken, welche Meinungen, also da einfach von dir dann auch, sag ich mal, auf deren Meinung also Antwort gegeben werden muss, das liegt einfach, sag ich mal, auch in deinem Gesicht versteckt. Und dieses würde ich dir gerne mal also versuchen darzulegen. Gut, ich bin ganz aufgeregt, was sich jetzt auftun wird. Ich fange mal an. Bitte. Also der Mensch ist im Grunde genommen also aufgeteilt nach einem sogenannten Ernährungs-, Bewegungs- oder Empfindungsnaturell. Ja. Und ich würde dich eher so in diese Richtung einstufen, Bewegung, Empfindungsnaturell. Du hast also eine sehr starke Empfindung. Mhm. Du hast also, was nach meinem Dafürhalten ist, sag ich mal, eine sehr intensive Bewegung in Geist, Körper und Seele. Mhm. Und hört man ja alles gerne, ne? Ja, ja, Gott, aber es ist einfach so. Ja. Ich behaupte das so und ich kann das zwar wissenschaftlich nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich da ungefähr eine 90%ige Trefferquote habe in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Der Kopf teilt sich ein in drei Situationen. Einmal die sogenannte Unterstirn, das ist also die Aufnahme- und Wiedergabefähigkeit. Mhm. Ist bei dir also auch ganz gut. Mhm. Die Mittelstirn sagt mir aus, die gewisse Konzentration und im oberen Bereich, und da ist ja deine Stirn also sehr, sehr gut ausgebaut, die sogenannte Gläubigkeit respektive die Gottesgläubigkeit oder die Gläubigkeit an ein höheres Wesen. Oh. Jo. Ja, ob das bei dir so ist, weiß ich nicht, aber das, sag mal erstmal gar nicht, ja, ob das eventuell, sag ich mal, ja, zutrifft. Bei den Nasen gibt es im Grunde, gibt es also auf der Welt circa 7 verschiedene Nasenformen. Von der Kindernase bis über die römische Nase, arabische Nase und. Du hast eine ganz normale deutsche Nase. Eine ganz normale deutsche Nase. Deutsche Nase. Ja. So, dann geht es also bei dir weiter. Zwischen Nase und Oberlippe behaupte ich einfach, da gibt es also den Bereich, da kann man also den Bereich erkennen der sogenannten Geschlechtsreinheit oder die Definition Geschlechtstrieb. Also hier, wo man ein Schnauzbärtchen tragen könnte. Normalerweise, ja. Da sieht man die Geschlechtsreinheit. Ja. Und was siehst du da bei mir? Ja, warte mal, da muss ich also etwas mal an dir an den Fernseher rangehen, weil ich dich erkenne. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt wird es ja spannend. Also, sag mal, bei dir ist der Abstand zwischen Nase, also Unterteil der Nase und Oberlippe, also ziemlich groß. Das sagt mir, dass du eine ziemlich intensive Sexualität betreibst. Aber sag mal erstmal gar nichts. Ja, ich nehme es zur Kenntnis. Nimmst das mal einfach mal zur Kenntnis. Ja. Mhm. So. Der Oberlippenbereich ist bei dir wunderbar ausgebildet. Das heißt also, du hast eine schöne, geschwungene Oberlippe. Mhm. Ja? Eine schöne, geschwungene Oberlippe bei einer Frau bedeutet eine Liebesfähigkeit und eine Harmoniebedürftigkeit. Das ist aber bei Männern und bei Frauen ungefähr synonym, fast gleich. So, dass ich dir also ebenfalls sagen würde, ja, also da ist bei dir eine gewisse Harmoniebedürftigkeit, in welchem Bereich auch immer. Aber ich sag mal so, also in dem Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen. Ja. Da traue ich dir doch einiges zu. Ja. So, was haben wir noch? Im unteren Bereich, also die Unterlippe, die ist bei dir nicht so stark ausgebildet, ist auch ganz gut so, denn du bist kein Egoist. Wenn also zum Beispiel die Unterlippe ziemlich stark ausgebildet wäre,
würde man also von einem überdimensioniert starken Egoismus sprechen. Mhm. Und also, ich höre ja jetzt nur Positives. Ja, ja, es kommen ja auch noch ein paar Dinge rauf. Ja, wir können es jetzt nicht so ganz lang machen. Ja, ja gut, machen wir. Wir machen das mal sektoral. Wir gehen mal jetzt nicht so Schrittchen für Schrittchen vor. Sag mal was Negatives. Negatives kann ich bei dir also nur dergestalt also erkennen, dass du also einen ziemlich starken Willen hast und also ab und zu mal etwas angriffslustig bist, in welcher Richtung auch immer. Du hast also eine doch gegenüber Menschen, die dir nicht so passen, eine gewisse Härte und eine gewisse Schroffheit. Aber diese Härte ist also auch für dich in gewissem Sinne eine Abwehr dir gegenüber oder besser gesagt also dem anderen gegenüber. Also dieses alles kannst du sehen und interpretieren aus dem Kopf. Aus dem Gesicht, ja. Aus dem Gesicht, aus dem Kopf. Ja, normalerweise müsste ich jetzt also auch deine Ohren betrachten. Das kann ich aber nicht, weil die Kopfhörer auf hast. Das geht leider jetzt nicht, nee. Ja. Du kannst aber mal deine Ohren selbst mal betrachten, dergestalt, indem du mal also dein Ohr dir mal betrachtest im Bereich, wenn du da so vor dem Spiegel stehst. Mhm. Schau doch mal nach, ob du bei dir, ob die inneren Ohrleisten, beide, ob die etwas ausgeblitzt sind, ja oder nein. Wenn das an dem so wäre, dann würde ich dir attestieren, dass du, sag ich mal, eine gewisse Äußerlichkeit favorisierst. Mhm. Also, ich habe ja jetzt eigentlich nur relativ positive Sachen gehört. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Gesellschaftsspiel, sowas zu betreiben. Mhm. Ich glaube nicht, dass man da profunde Kenntnisse über einen Menschen heraussehen kann. Man kann ihn nur besser kennenlernen, vielleicht. Und vor allen Dingen etwas eher kennenlernen. Ich glaube, das Beste, einen Menschen kennenzulernen, ist, mit ihm zu reden und mit ihm Dinge zu tun. Ja. Dass man ihn erkennt, wie er handelt und wie er drauf ist. Ne? Ja, ist richtig. Aber sag ich mal, diese Handlungsweise, die dann letztendlich also stattfindet, die ist für mich, nach meinem Dafürhalten, nicht nach 3, 4, 5 Monaten also erst gegeben, sondern vielleicht also auch schon nach einer guten Woche oder 2, 3 Tagen. Also das war jetzt ein Kurzkursus in Sachen, wie heißt das nochmal? Psychophysiognomie. Ich danke dir, Jochen. Also wenn du mal also dahingehend dich schlau machen möchtest, es gibt also mit Sicherheit Literatur darüber in jeder Bücherei. Ja. Das ist also ganz öffentlich und da kannst du also dann gerne mal darüber nachdenken. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und für die positiven Äußerungen. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Auch. Bis dann. Tschüss. Ist mir immer so ein bisschen peinlich, wenn Leute so positive Sachen sagen. Franzi, 17 Jahre. Guten Morgen. Morgen. Hallo Franzi. Hallo. Dein Thema. Ich wollte mit dir darüber sprechen, dass ich Probleme habe. Welche Art? Das ist ganz einfach. Ich habe momentan einen Freund. Ja. Und wir haben Probleme im Bett. Mhm. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Ja. Dein erster, wahrscheinlich erster längerer Freund, ne? Oder? Nee, ich habe eigentlich nicht viele Freunde. Wenn ich habe, dann bleiben sie auch ein bisschen länger. Ja, so viele werden da nicht gewesen sein vorher, gehe ich mal von aus. Ne? Ja. Aber es ist nicht der allererste Freund gewesen. Nein. Nee. Mhm. Ja, das Problem ist nämlich das, also es liegt nicht an ihm, dass das nicht läuft, sondern es liegt an mir. Ja. Besser gesagt an an meiner Vergangenheit. Weil ich hatte einen Freund zuvor, also vor dem jetzigen. Ja. Und von dem wurde ich vergewaltigt, über 2 Monate lang hinweg, jedes Wochenende. Mhm. Und aber da warst du ja noch ganz jung. Ja, da war ich 15. Ja, da war also beim ersten Mal war ich 14 und dann 15, ja. Und wie alt war der Freund damals? Der war 19. Und über 2 Monate ging das, jedes Wochenende? Ja, also das war so, unsere Beziehung war davor schon 5 Monate alt, weil ich wollte nicht gleich mit dem Erstbesten ins Bett. Ja. Und ich wollte mir da einfach auch Zeit lassen. Und die ersten 5 Monate waren auch einfach wirklich toll. Mhm. Und ja, wie gesagt, nach diesen 5 Monaten hat er also wirklich einfach zu mir gesagt, er meinte nicht, es wäre jetzt langsam mal soweit. Mhm. Und weil ich mich einfach viel zu jung und noch überhaupt nicht dazu in der Lage gefühlt habe, habe ich halt gemeint, nein, das wäre überhaupt nicht toll. Ja. Ja, aber das hat ihn dann nicht mehr interessiert. Mhm. Und obwohl ich ihm das ziemlich deutlich gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Ja.
und mich auch, ich sag mal, körperlich versucht habe, zur Wehr zu setzen, war ihm das halt egal. Mhm. Das heißt, er hat dann über diesen doch sehr langen Zeitraum richtig massiv brutale Gewalt angewendet. Und ja, halt immer jedes Wochenende. Und hat dich zum Geschlechtsverkehr regelrecht gewalttätig gezwungen. Ja, am liebsten hat er das halt immer oral gemacht. Also ich sollte ihn also immer oral befriedigen. Ja. Und das wollte ich ja nicht. Aber er ist auch in dich eingedrungen. Ja, das auch. Das auch. Und für dich war es die Hölle. Für mich ist es die Hölle, immer noch. Mhm. Und wie kam das, dass es dann so viele Wochenenden passiert ist, dass du dich dem nicht entzogen hast? Ja, das Problem war, dass ich ihn wirklich geliebt habe. Also, du hast es ihm vergeben, die ersten Male. Für mich war das, in gewisser Weise Normalität, weil ich diese Gewalt und diese, die Ergebenheit einfach von früher halt noch gekannt habe halt. Weil, inwiefern? Du musst wissen, dass meine Mutter, die ist an Brustkrebs gestorben, da war ich 12, also vor ungefähr 4 Jahren. Ja. Und nach dieser Zeit wollte ich bei meinem Vater im Doppelbett schlafen, einfach weil diese ganzen Kissen und alles noch nach meiner Mutter gerochen hat, einfach um den Tod besser zu verarbeiten. Ja. Und nach einer gewissen Zeit, wo ich mich halt etwas, beruhigt hatte, wollte ich dann wieder in mein Zimmer hoch. Und mein Vater hat das nicht mehr zugelassen. Weil ich dann halt sozusagen meine Mutter ersetzen sollte. Das war dann halt so, ich musste also circa ein Jahr jede Nacht in diesem Doppelbett schlafen neben meinem Vater. Musstest du auch mit deinem Vater schlafen? Nein, das zum Glück nicht. Aber er hat mich dann halt jede Nacht, also wirklich jede Nacht ist er gekommen und hat mich begrabbelt und betatscht und befummelt. Auch im Geschlechtsbereich? Ja, am Bauch und an der Brust und zwischen den Beinen natürlich auch. Dein eigener Vater? Mein eigener im Vater. Ehebett der im Ehebett, in seinem Ehebett. Oder? Genau. Da war aber schon eine schlimme Vorprägung passiert, ne? Dass du Angst, du hast da wahrscheinlich auch mal Angst und Ekel da empfunden, oder? In dem Ehebett mit dem Vater. Ja, also es war so, ich hatte aufgrund dessen natürlich auch einen starken Schlafstörung gelitten, weil ich einfach überhaupt nicht mehr in der Lage war einzuschlafen, weil ich immer Angst gehabt habe vor dem Moment, in dem er wieder seine Hand ausstreckt. Hattest du da auch Angst, dass er vielleicht dann doch noch weitergeht und mit dir schläft und dich vergewaltigt, dein eigener Vater? Ich muss ehrlich sagen, ich habe in dem Moment überhaupt nicht über das nachgedacht. So, das ging dann auch eine ganze Weile so. Das ging ungefähr ein Jahr so. So, das ist schon eine sehr schlimme Erfahrung. Vor allen Dingen, wenn man im Hintergrund dann hat, dass die Mutter verstorben ist, sehr, sehr jung, und du warst eben auch noch sehr jung. Ja. So, und dann passierte das mit dem, was du gerade erzählt hast, mit deinem ersten Freund, was ja Horror ist, nach dem, was du da schon mit deinem Vater durchgemacht hast. Ganz genau. So, und jetzt hast du einen Freund seit 2 Jahren, ja. Wo es keine Gewalt gibt. Genau. Und ihr habt euch eigentlich sehr lieb. Wir haben uns sehr lieb, ja. Ja. Aber es funktioniert im Bett nicht richtig. Es funktioniert nicht richtig, nein. Aber ihr habt schon miteinander geschlafen oder noch gar nicht? Doch, das haben wir schon, weil es hört sich jetzt komisch an, aber ich hab ja auch ein gewisses Bedürfnis, das zu tun. Und es ist ja auch nicht so, dass ich nicht dass ich nicht erregbar bin oder so. Das ist ja nicht so. Nur das Problem ist halt, ich denke einfach meinem Unterbewusstsein immer noch eine panische Angst. Und das wirkt sich halt so aus, dass ich halt einfach Schmerzen habe, egal was er anstellt, egal wie lieb er ist. Und das heißt also, im Prinzip hast du bei der Sexualität, die ihr beide miteinander erlebt habt in den 2 Jahren, nie schöne Gefühle gehabt. Ganz, ganz selten. Ganz selten. Im Prinzip war es verkrampft und du hast Angst gehabt, du hast Schmerzen empfunden und so weiter. Ganz genau. Und ich wollte halt, ich weiß auch, dass es falsch war, aber ich wollte halt ihm nicht irgendwelche komischen Schuldgefühle, dass da Schuldgefühle in ihm hochkommen, das wollte ich ja nicht, weil er konnte ja nichts dafür, weil er hat das ja wirklich liebevoll allemal gemacht. Wie oft kommt das denn vor, dass ihr sexuellen Kontakt habt, ihr beiden? Das ist immer sehr unterschiedlich, weil wir eine Fernbeziehung noch führen. Und das heißt, du machst es dann, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ihm auch nur zuliebe, oder? Manchmal ja, das Problem ist, dass ich mache eigentlich immer mehr kaputt, als dass ich gut mache.
Weiß er denn von dem Hintergrund, weiß er all das, was du mir jetzt schon erzählt hast? Er weiß das. Das Dumme ist nur, er will ja eigentlich gar nicht so oft Sex haben. Mhm. Und er hat ja selber immer Angst, mir weh zu tun. Mhm. Macht deswegen lieber weniger. Ja. Was eigentlich auch schade ist. Ja. Ist er auch so alt wie du? 17? Nein, der ist 19. 19, naja. Ähnlich. Ja, aber ich bin auch seine erste Freundin. Mhm. So, jetzt finde ich, dass da ja irgendwas geschehen muss, ne? Ja. Du fühlst dich unwohl und du hättest eigentlich ganz gerne auch eine schöne Sexualität. Klar, wer hätte das nicht gerne? Und dein Freund hätte natürlich wahrscheinlich auch gerne noch mehr mit dir, aber er nimmt sich jetzt zurück, weil er wahrscheinlich auch Angst hat, dass du es nicht möchtest, dass es dir wehtut und so weiter. Also ist die Situation ja sehr verfahren und sehr verhakt ineinander. Ja. Ich will aber nochmal ganz klar fragen, er weiß alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Er weiß das, ja. Er weiß das alles. Ist denn nach dem, was mit deinem Vater passiert ist und auch nach dem, was mit deinem ersten Freund passiert ist, hast du irgendwo mal Hilfe bekommen von einem Arzt, einem Psychologen, einem Psychiater? Ja, also ich bin schon bevor meine Mutter gestorben ist, also als ich schwer krank war, war ich in einer Erziehungsberatungsstelle. Mhm. Die haben ja auch so psychologische Grundkenntnisse. Ja. Da war ich dann über eine lange Zeit hinweg und... Aber jetzt so in der letzten Zeit, ich sag mal in den letzten 2-3 Jahren... Doch, da habe ich dann zu einer Psychologin gewechselt, die weiß das auch noch seit, noch nicht so lange, also seit ein paar Monaten, seit 2-3 Monaten vielleicht. Wie kommt es, dass du der Psychologin, wo man doch eigentlich in so einer intimen Situation ist, das ist ja wie beim Arzt, dass du dir das nicht sofort erzählt hast, wie du es mir erzählt hast? Das Problem ist das, dass ich bei dieser Erziehungsberatungsstelle, bei der ich zuvor war, hatte ich das Gefühl, dass ich erstens nicht wirklich ernst genommen wurde. Ach so, verstehe. Und außerdem war es einfach so, dass sie für meine Begriffe ihre Schweigepflicht verletzt haben, indem sie einfach, mein Vater gemeint haben, er soll mal das und das und das anders machen. Ah ja, verstehe. Dann ist natürlich das Vertrauen natürlich angeknarzt. Genau. Ne? Aber jetzt mit dieser Frau, mit der du jetzt Kontakt hast, da ist eine Vertrauensebene da. Sie baut sich langsam auf. Mhm. Also es ist ja, ich bin seit 2 Jahren da, aber es ist erst jetzt langsam im Aufbau. Mhm. Franzi, ich glaube nämlich, dass das, ob es nun mit dieser Frau ist, das weiß ich nicht, aber dass der einzige Weg, dass du da aus deiner Misere herauskommst und letztendlich ihr dann auch eine Lösung findet für eure sexuellen Probleme, der Weg ist, in dieser psychologischen Situation, in der Psychotherapie zu sprechen, das da aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist der einzige Weg, dass du mit einem Fachmenschen über all das redest und das bearbeitest, was dir passiert ist. Nur so geht es, glaube ich. Ja, das Problem ist, dass ich das absolut nicht gut kann. Also es ist so, übers Telefon geht das ganz okay. Mhm. Da kann ich das auch. Und ich habe auch eine Freundin, da kann ich das auch relativ gut besprechen, weil die mich einfach auch nachvollziehen kann. Ich fand auch, dass du das jetzt hier sehr, sehr klar und sehr gut erzählt hast alles. Ja, ich hab halt für mich den Weg gefunden, ich schreibe Gedichte. Mhm. Und zwar nicht in der Weise, dass ich mich jetzt hinsetze und überlege, was passt jetzt zu was, sondern ich setze mich wirklich hin, nehme einen Stift in die Hand und dann warte ich einfach, was passiert. Und ich schreibe einfach, ohne zu wissen, was ich schreibe, und am Ende steht dann was da. Aber du weißt, das hast du wahrscheinlich auch schon so erfahren an dir, dass dieses Sprechen und sich darüber auseinandersetzen, sei es in Form eines Gedichtes oder vielleicht in einem Gespräch, so wie wir das jetzt machen oder wie du das mit deiner Psychologin machst, dass das schon gut tut, ne? Sicher. Ja. So, jetzt möchte ich gerne, also ich finde, dass du diesen Weg weitergehen solltest mit der Psychologin. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, kein richtiges Vertrauen zu der Frau zu haben, dann musst du dir einen anderen Psychologen suchen. Nee, ich denke schon, dass es okay ist. Gut, dann möchte ich dich wirklich sehr, sehr animieren und dir auch den Rat geben, da weiterzugehen. Und ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Vielleicht kann die dir auch noch ein paar Tipps geben, dass du deine Angst vor diesem direkten Gespräch, wenn man sich so Auge in Auge setzt, dass du die noch verlierst. Ja. Dass es dir vielleicht dann so leicht über die Lippen geht, wie jetzt hier am Telefon. Mhm. Darf ich noch kurz was sagen? Ja, bitte. Und zwar wollte ich Ihnen alles sagen, denen es so ähnlich geht oder gleich geht, wie es mir momentan geht, wie es mir ging, dass sie alle nicht still bleiben, so wie ich, sondern dass sie wirklich zur Polizei gehen und sich das nicht gefallen lassen, weil das muss man nicht. Das heißt, der Vater ist nie zur Rechenschaft gezogen worden, ne, bei dir? Nein, das geht nicht. Warum nicht?
weil er selber Polizist ist. Da ist sozusagen der Polizeihaftkommissar aber in unserer Stadt. Mhm. Und das würde nicht gehen. Mhm. Naja, es geht schon, aber es hätte extreme Konsequenzen. Ich habe das mal angesprochen. Das Problem war, dass man immer meinem Vater geglaubt hat und nicht mir. Mhm. Das vertiefen wir gleich, das heißt, das vertiefst du gleich mit der LK auch nochmal, würde ich sagen. Das müssen wir nicht in aller Öffentlichkeit machen. Ja, ist okay. Liebe Franzi, alles Gute von Herzen, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer hier zu mir ins Studio und die hat auch gewählt Daniela. Oder wen haben wir jetzt? Daniela. Daniela ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Daniela. Dein Thema, um was geht es? Ich habe seit 3 Monaten einen Freund, der sitzt in der JVA. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt? Über Briefkontakt. Mhm. Meine Freundin hatten, ihr Freund sitzt in derselben JVA und ich habe gesagt, ich möchte gern Briefkontakt beginnen. Und du hast gesagt, ich will einfach mal Briefkontakt mit dem Knacki haben oder wie? Nee, ich wollte überhaupt Briefkontakt und mich hat es einfach interessiert damals, wie so ein Mensch sich fühlt oder wie er mit dem Leben darin zurechtkommt. Mhm. Also es war dir da erstmal egal mit wem. Du hast gesagt, ich will einfach mal einen Kontakt haben. Ja, genau. Mhm. Und wer hat denn diesen Kontakt gerade zu diesem, mit dem du jetzt in näherem Kontakt bist, hergestellt? Meine Freundin, ihr Freund ist da im selben JVA. Mhm. Und die haben eben gesagt, ja, dem würde es ganz gut tun, wenn er Briefkontakt hätte. Und da haben wir halt angefangen zu schreiben. Mhm. Und jetzt nach 3 Monaten sagst du, das ist mein Freund. Ja, der Briefkontakt geht schon etwas länger. Mhm. Seit 3 Monaten ist es halt so, dass wir wirklich gemerkt haben, es hat sich mehr entwickelt. Ich war jetzt auch schon ihn besuchen. Mhm. Das heißt, ihr habt euch gesehen und aber es ist nichts passiert. Das geht da nicht in der Anstalt. Also es ist ein großer Raum, da sind viele Tische drin und man kann schon Zärtlichkeiten austauschen in gewissen Rahmen, aber deswegen sitzt er im Knast. Mord. Wegen Mord? Ja. Was hat er gemacht? Der hat seine Schwägerin umgebracht. Warum? Die hatten wohl ein Verhältnis und die wollte das seiner damaligen Frau erzählen, weil er das beenden wollte. Und in dem Streit muss das passiert sein. Wie er genau das jetzt gemacht hat, wollte ich jetzt noch nicht wissen, da möchte ich mit ihm unter 4 Augen sprechen, wenn wir mal dann wirklich die Möglichkeit haben, alleine zu sein. Aber er hätte dir das ja auch schreiben können. Wollte er, aber ich habe gesagt, ich möchte da mit ihm in den Brief und dann habe ich wieder eine Frage, dann muss ich wieder auf einen Antwortbrief warten. Und so, das ist ja nun eine sehr, sehr schlimme Tat. Ja. Das ist ja mit das Schlimmste, was man tun kann. Mhm. Einen Menschen gezielt umbringen. Hat er das übrigens im Suff gemacht oder bei klarem Verstand? Weißt du das? Er war nicht betrunken. Mhm. So. Aber jetzt ist diese Tat ist da so im Hintergrund. Schreckt dich das nicht sehr ab? Irritiert dich das nicht sehr? Nee, komischerweise nicht. Komischerweise, ne? Habe ich momentan zumindest mal wirklich kein Problem damit. Ja, wie denkst du denn über seine Tat? Auch wenn du jetzt die genauen Einzelheiten noch nicht kennst, muss man ja vielleicht auch gar nicht kennen. Sicher, ich habe ihm gesagt, dass ich habe im ersten Moment schon geschluckt. Mhm. Ich meine, er hat mir das im ersten Brief schon geschrieben, was er getan hat. Mhm. Und war also von Anfang an offen und ehrlich. Mhm. Der Psychologe in der Anstalt hat zwar gemeint, er soll mir nicht gleich alles schreiben, weil ich dann vielleicht mich nicht mehr melden würde. Ja. Aber er hat gesagt, nee, er möchte, dass ich von Anfang an Bescheid weiß. Okay, aber dennoch, wie stehst du zu dieser Tat? Ich habe ihm gesagt, sicher, ich kann ich das nicht nachvollziehen, dass man einen Menschen töten kann. Aber ich weiß es, ich habe ihm gesagt, ich fand es nicht gut. Sicher finde ich es nicht gut. Und dass er die
für die Tat büßen muss, ist klar. Wie lange muss er denn noch sitzen? 8 Jahre noch. Noch 8 Jahre. Wie viele Jahre hat er insgesamt gekriegt? Lebenslänglich. 15 Jahre. 15 Jahre. Noch 8 Jahre. Hm. Mhm. Ist das so ein Gefühl, dass du sagst, naja, man muss auch jemandem, der so etwas getan hat, verzeihen? Ja, schon. Ich denke mir, auch so ein Mensch kann sich ändern. Und ich habe auch jetzt keine Angst irgendwie vor ihm. Oder gibt's nicht den Gedanken? Ich meine, er sitzt noch, er muss noch 8 Jahre sitzen, ja. Ne, sagst du. Ja. Gibt es dennoch nicht so den Gedanken, vielleicht hat er sich ja doch nicht geändert. Ich meine, das wäre natürlich, dass man sowas denkt. Ja, aber diese Gedanken sind bei mir jetzt überhaupt nicht da. Mhm. Also ich habe mit ihm drüber gesprochen, er hat auch... Bereut er denn seine Tat? Ja. Wirklich glaubhaft? Ja, also für meine Begriffe schon, ja. Mhm. Also ich merke das in den Briefen auch und er hat schon selber Probleme noch, eben dass er jetzt quasi sein Leben versaut hat damit. Mhm. Und er hat nicht nur sein Leben versaut, er hat ein Leben vernichtet. Ja, auch ein Leben vernichtet, mhm. Klar. Und aber ich denke auch trotzdem, dass auch so ein Mensch nochmal, wenn irgendwo durchaus. Dennoch wäre es ja eine menschliche Regung, wenn man erstmal so auf Distanz geht. Vor allen Dingen, wenn es um eine Beziehung geht. Mhm. Deshalb frage ich dich jetzt da so eingehend auch. Aber die Perspektive ist ja nur auch nicht so rosig für euch. Wenn du sagst, er muss noch 8 Jahre im Knast sitzen, wie stehst du denn dazu, dass du so lange diesen Mann, sollte sich diese Beziehung vertiefen, gar nicht haben wirst, ihr gar nicht miteinander leben werdet können? Ja, ich denke mir, im Moment ist halt die Entfernung auch ziemlich groß, weil er sehr weit weg in der JVA ist. Und ich denke mir aber, okay, wenn sich das vertiefen sollte, dann werde ich schon überlegen, ob ich da hochgehe dann. Mhm. Und dann könnte ich ihn öfters sehen, also ich könnte ihn wöchentlich besuchen. Wir hätten dann irgendwann einen Langzeitbesuch. Sicher wäre er nicht ständig bei mir. Also du hast... Aber das wusste ich ja von Anfang an. Ja. Und ich habe da nie Probleme damit gehabt. Mhm. Also durchaus wäre es für dich vorstellbar, dass du sagst, ich warte auf den 8 Jahre, ja. Ziehe aber in die Nähe des Knasts, um ihn da viel zu besuchen und so ihm auch das Gefühl zu geben, ich bin räumlich auch in deiner Nähe. Mhm. Was hat eigentlich dazu geführt, nur schriftlich, obwohl du dann sogar wusstest, dass er ein Mörder ist, was hat dazu geführt, dass du dich in den verliebt hast? Erstmal seine offene, ehrliche Art. Er hat, wie gesagt, im ersten Brief mir gesagt, was passiert ist. Na gut, das ist noch keine große Kunst. Deshalb, er hat... Ich hätte jetzt viel überzeugender gefunden, wenn du gesagt hättest, er hat sofort gesagt, was er getan hat und hat dem hinzugefügt sein unglaubliches Bedauern und ich nehme es ihm ab. Nee, es ist so, er hat im ersten Brief geschrieben eben über seine Tat und dass er das auch sehr bereut. Mhm. Und er hat mir auch über seine ganze Vergangenheit geschrieben, also sein Leben davor. Und also es ist die Offenheit, die dich überzeugt hat. Ja, die Offenheit und dann auch einfach, wie er die Briefe geschrieben hat. Und es hat sich ja langsam gesteigert. Also er hat mir wirklich auch mir das Gefühl gegeben, dass ich irgendwo jemand habe, an den ich mich wenden kann. Mhm. Und wie lange bist du schon ohne Beziehung? Ich lebe in Scheidung. Mhm. Also ich war 10 Jahre verheiratet. Ja. Hast du ein Kind auch? Ich habe 3 Kinder. 3 Kinder? Mhm. Ja. Weiß deine, also, deine Familie schon so ein bisschen? Nee. Niemand? Weil die Kinder möchte ich das noch nicht sagen, bevor ich nicht sicher weiß, wie sich das endgültig entwickelt. Mhm. Wie alt sind die Kinder? 11, 8 und 1,5 Jahre. Ja. Ich meinte mit Familie jetzt auch eher so die Eltern oder... Mit meinen Eltern habe ich schon lange keinen Kontakt mehr. Ja. Und
weil die ein Problem haben mit meinem jüngsten Kind. Ach so. Also wissen es gar nicht viele Leute, dass du also einen engen Kontakt jetzt zu ihm da aufgebaut hast? Meine Freunde wissen es. Mhm. Gibt es da Menschen, die die Nase so ein bisschen rümpfen und sagen, wie kannst du dich denn in jemanden verlieben, der im Knast sitzt und der auch noch jemanden umgebracht hat? Einige. Mhm. Kannst du die Bedenken der Leute verstehen? Ich kann es verstehen. Mhm. Und ich nehme denen das auch nicht übel, weil ich habe mir selber nicht vorstellen können früher, dass ich so eine Beziehung eingehe. Mhm. Aber... Also Daniela, ich finde auch, dass Leute alle irgendwie wieder eine Chance kriegen sollten. Zumindest die meisten. Nein, es gibt sicher welche, die keine Chance mehr kriegen sollten. Muss ich einschränkend sagen. Aber ganz entscheidendes Kriterium, ob sie eine kriegen, finde ich, ist ihre jetzige Haltung. Und wirklich auch ihre Haltung zur Tat. Und ich finde, dass die 1000%ig überzeugend sein muss, dass es wirklich eine Reue ist und dass man ein anderer Mensch geworden ist oder ein anderer Mensch werden will. Ich finde, das ist das allerwichtigste Kriterium. Nee, da habe ich schon das Gefühl, oder das merke ich auch, dass er die Tat wirklich sehr bereut und einfach auch, er kommt schon nicht so ganz damit klar, dass er ein Leben ausgelöscht hat. Es tut ihm sehr leid und ja. Er wird auch liebend gern rückgängig machen, aber es geht ja nicht. So, jetzt wünsche ich dir, dass du da einen klugen Blick hast und dass du dich dann vielleicht auch nicht irgendwie nur in eine Idee hineinsteigerst, sondern dass das alles eine solide Grundlage hat. So möchte ich es mal formulieren. Mhm. Dass du auch vielleicht jetzt in einer Verliebtheitsphase wirklich nicht so die Ehrlichkeit aus den Augen lässt. Ja, also ich denke, da habe ich schon, weil ich habe immerhin noch 3 Kinder, wo ich gucken muss. Und ich denke schon sehr drüber nach, was ich tue. Mhm. Und überstürzt da auch nichts. Dann wünsche ich dafür ein gutes Gelingen, sagen wir es mal so. Dankeschön. Und dass alles so läuft in deinem Sinne, dass es für dich gut ist. Mhm. Daniela, alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Cindy, 24. Stimmt. Ja, stimmt, ne? Mhm. Um was geht's denn? Es geht um meinen 2-jährigen Sohn, den, also von meiner Seite aus würde nichts entgegenkommen, wenn der Vater ihn sieht. Nur der Vater hat jeglichen Kontakt zu meinem Sohn abgebrochen. Seit wann? Seit 2 Jahren. Achso, der wollte von Anfang an nichts mit dem Kind zu tun haben. Mhm. Aha. Wart ihr denn noch zusammen, als der Kleine geboren wurde oder da auch schon nicht mehr? Da waren wir noch zusammen. Wie lange wart ihr vorher zusammen? Es waren 4 Jahre, die wir so zusammen waren. 4 Jahre. Und, nee, warten Sie, 5 Jahre zusammen und 4 Jahre verlobt, so rum. Wie? Und dann wirst du schwanger? Moment, du bist 24 erst, dann ist das ja ein... Ja, ich habe ja auch nach der Geburt von meinem Kind die Lehre fertig gemacht. Nee, ich meine, dann kennt ihr euch ja irre lange, da wart ihr noch fast Kinder, Jugendliche. Ja. Ja. So, dann kam... Nach so langem Kennen kam der Kleine zur Welt und dann war Schluss? Er hat sich um seinen Sohn nicht gekümmert. Ich musste per Kaiserschnitt entbinden, weil es Steißlage war. Wollte er das Kind von Anfang an nicht? Doch, er hat sich riesig drauf gefreut. Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, wenn das ist, kannst du mich wach machen. Und habe ich auch dann getan, weil ich eben im Unterleib bei der Nabel Schmerzen hatte. Mhm. Aber dann kam das natürlich so, wo ich nachgemacht habe, ich bin müde, ich will nicht, ich gehe jetzt mit meinem Freund weg, irgend sowas. Also er hat sich nicht von Anfang an drum gekümmert. Als das Kind dann schon da war? Mhm. Mhm. Aber als du ins Krankenhaus gekommen bist, da hat er sich schon gekümmert um dich? Ja. Da hat er, wie erklärst du das denn? Dann hat sich drauf gefreut, ihr wart ein so altes Paar, ein vertrautes Paar und dann als das Kind da war, hat er keinen Bock mehr drauf? Wie erklärst du dir das? Keine Ahnung, weil... Ich habe gesagt, ich musste ja eine OP und da durfte niemand mit. Und habe ich gesagt, meine Mom soll kommen wegen dem Kleinen. Mhm. Und das hat sie auch. Sie hat auch angerufen und hat das alles gesagt. Nur er hat es anscheinend nicht richtig verstanden, was ich damit eigentlich bezwecken wollte, dass er nicht vom Chef Ärger kriegt, weil er von Arbeit einfach verschwindet. Das war aber später, als der Kleine schon auf der Welt war, da musstest du zu einer Operation. Oder was war das? Nee, das war bei diesem Kaiserschnitt. Bei dem Kaiserschnitt, ach so. Ja, weil du gerade gesagt hast, da war noch alles in Ordnung.
Egal. Wie lange wart ihr dann noch zusammen bis zur Trennung, nachdem das Kind da war? Ich habe am 18.01.01 entbunden. Ja. Und Ende Februar, weil es nicht hingehauen hat, bin ich damit ihm auseinander. War das nicht ganz schlimm für dich? Es tat weh. Mhm. So, und seitdem ist Sendepause und er kümmert sich nicht um das Kind? Nein. Mhm. Er ruft nicht an, erkundigt sich, wie es ihm geht. Mhm. Wenn er jetzt nicht eine Freundin hätte und dies würde sagen, hey, dein Kind hat Geburtstag, dann würde er auch nicht dergleichen tun. Er kriegt nichts zu Weihnachten, gar nichts. Was natürlich eine sehr traurige Sache ist, eine fürchterliche Sache. Aber er redet einen Opa mit Papa an. Mhm. Das Schwierige daran ist, dass du natürlich kein Interesse bei einem Vater erzwingen kannst für sein Kind. Ne? Mhm. Und was kann ich dagegen tun? Tja, das ist ein großes Problem, eine große Frage. Das ist wirklich, wenn er kategorisch sagt, das interessiert mich nicht, ich will mit dem Kind nichts zu tun haben und ich liebe den nicht. Man kann ihn ja nicht zur Liebe drängen, zwingen. Es ist alles nur hochbedauerlich. Und erschütternd letztendlich, finde ich. Jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Cindy, wir sind aber noch nicht ganz fertig mit dem Gespräch. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay? Bis gleich. Tschüss. Also, tschüss. So, meine Lieben, wie gesagt, morgen 1.30 Uhr erst im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, im Radio bei 1 Live schon pünktlich. Und in der Technik war heute Nacht Michael Jansen. Bis morgen 1 Uhr Radio, 1.30 Uhr Fernsehen. Macht's gut. Tschüss.